So, und hier müsste der Grabstein sein. Genau. So. Jetzt kann ich hier das Zeug aufsammeln. Kann die Hüllen eigentlich ignorieren. Die können nämlich jetzt Glocken läuten, bis sie schwarz werden. Aber ansonsten dürfte hier nichts sein. Hier haben wir gerade den Grabstein zerstört. Genau. Oder die Statue. Ich nenne sie einfach Grabsteine, weil da die Geister rauskommen. Hier war nur eine Glocke. Und da ist der Ausgang. Sehr schön. So, das heißt, ich kann jetzt verschiedene Sachen machen. Erstmal das Wichtigste. Ja, ich produziere kein Licht. Licht ist bei euch nicht willkommen. Ich kann bei ihm die restlichen drei Menschenbilder kaufen. So. Weil ich werde die später brauchen. So, jetzt kann ich hier erstmal zurück. So, dadurch, dass ich hier alles geklärt habe, bis auf den letzten Bereich da hinten. Also erstmal ist hier eine Truhe. Und das ist eine Truhe, es ist kein Schloss dran. Magiestein, Mitternachtsstein. Also ja, in solchen Holztruhen sind meistens Usables drin. In Metalltruhen Gegenstände. So, hier wird's lustig jetzt. Erstmal müssen wir den töten, bevor er die Glocke läutet. Dann kommt hier der zweite. Den müssen wir töten. Und der dritte, den müssen wir auch töten. So. Das war jetzt wichtig, weil sonst würden aus diesen Schreinen hier, also jedenfalls aus bestimmten Schreinen hier, also ich glaube die nicht beleuchtet sind, würden hier sonst wieder solche schwarzen Geister spawnen. So. Das Trio. Zwei Schwertkampf-Syans-Ritter und ein Drachenreiter. Perfekte Strategie. Erstmal die Syans-Ritter ausschalten. Da die alleine nicht so viel Umf haben. So. Wow. Man sollte nur, ihnen nur nicht den Rücken zudrehen. So, das war der eine. Das war der zweite. Und jetzt kommt das einfache Spiel. Gegen den Drachenreiter. Ja, ich sag einfaches Spiel. Irgendwie bewegt sich der Drachenreiter ein bisschen schneller als die anderen. Oder ich nehme ihn einfach nicht so ernst, weil er kein Boss ist. So. Au.
Einen Schluck trinken. Hau. Ja, er hat was drauf. Oder er benutzt einfach schlimmere Angriffspatterns als seine Mitreiterkollegen. So. Das wäre damit auch gegessen. Hier sind Truhen. Habe ich die eigentlich in meinem letzten Playthrough gesehen? 4 Fackeln. Wird uns einer damit etwas sagen? Und hier haben wir einen Duftzweig. Oh, sehr schön. Gut hinsehen, dann versucht Loch Glück voraus. Giftiges Wurfmesser. Und zu guter Letzt noch Mitternachtsstein. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, gab es nicht sogar eine Reihenfolge? Oh, hier haben wir mal wieder so einen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den draußen abgeschossen habe. Das ist nämlich so ein versteckter Flammenschmetterling. So ähnlich wie die versteckten Untoten da, die geistigen. So. Okay, ich denke mal, da wir jetzt eigentlich alles geklärt haben, soweit, können wir es jetzt mal wagen. Und die Priester, also die Schatten-Finstergeister beschwören. Das wird jetzt lustig werden. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie viele ich jetzt beschwören werde. Wow. Gleich wären es 0 gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre. So, einmal es wäre Licht, bitte. Genau. Wo Licht aufleuchtet, erheben sich die Schatten. Wow, genau das nämlich. Wow. Hohoho, war das knapp. Nein, ich will nicht. Gegenstand aufnehmen. Asketenleuchtfeuer. Denn jetzt habe ich sie alle getriggert. Oh. Du warst ja auch noch hier. Ja, Autoritätsritter respawnen. Hier muss ich runter. Gut. Reisen wir jetzt erst einmal zu dem Anfang der Katakomben. Man sieht, es gibt nur 2 Leuchtfeuer hier. Und holen uns dort die ersten Schatten. Also die ersten Finstergeister. Hier spuken nämlich jetzt genug von denen rum. Ich glaube so 6 oder 7 Stück sogar. Well, genau. Da ist schon mal der erste. Wow. Der noch relativ einfach ist. Gut. Schild des Überheblichen. Genau, nämlich die droppen solche Gegenstände. Der Schild von einst ranghohen Klerikern.
Noch immer besitzt er die Effekte eines Segens und er stellt die Ausdauer des Trägers wieder her. Einst wurden Kleriker verehrt, mittlerweile streifen ihre Seelen jedoch ziellos durch die Tiefen einer unergründlichen Dunkelheit. Ja, und das sind eben solche Kleriker. Und jeder von ihnen... droppt eigentlich... habt die Chance, Rüstungsteile des Kleriker-Sets zu droppen. Im Original Dark Souls 2 konnte man das Kleriker-Set bei Aiden kaufen, also dem Gruftwächter hier. Da war es auch nicht möglich, so die Geister. Also jedenfalls habe ich es damals nicht gemacht. Die Fackel da unten angezündet. Es war also, glaube ich, gar nicht möglich, die Geister so zu beschwören. Zum Beispiel auch der Fackelständer oben war noch gar nicht vorhanden, den ich zuerst entzündet habe, wo der erste Geist gespawnt ist. So, du musst jetzt weg. So, machen wir mal Aggro. Und locken ihn ein bisschen weg, weil ich habe da hinten schon einen Finstergeist gesehen. Wow. Wenn uns der Schildträger hier nicht umbringt. Fufu. So. Weg mit dir erstmal. Genau da ist nämlich der erste Finstergeist. Und wenn man genau hinsieht, ist da hinten noch einer. Au. Also. Das ist jetzt fies. Das ist jetzt echt fies. Warum kommt jetzt auch noch der Verlassene? Oh, das ist auch noch einer mit Sense. Wow. Das könnte echt ungemütlich werden. Okay, der ist weg. Jetzt muss nur noch der fallen. Okay, der spawnt den Duftzweig, genau. Verlassene sind ungut. Au. Genauso nämlich, wenn er das macht. Wow. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Wow. Bevor der mich den letzten Nerv kostet. Ihr seht, wie unfair der Bastard ist. Ja, genau, der Angriff ist nämlich verdammt fies von ihm. Sprungangriffe sind auch nicht schön. Ich sollte doch wieder auf zweihändig zurückgreifen. Und nah bei ihm bleiben. Weil irgendwie hat er da einen kleinen toten Winkel, wenn ich nah
bei ihm bleibe. So. Wow. Wenn er mich jetzt noch tötet, dann kriege ich einen Anfall. Jawohl, stirb einfach.